Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Heute mal mit einem Video, das ich eigentlich schon länger machen wollte. Ich lese in letzter Zeit wieder sehr oft, ja, ich baue die Anlage nur 10 kWp groß, dann kann ich beim Finanzamt die Kleinunternehmerregelung machen, was auch Quatsch ist, sondern die meinen dann eigentlich die Liebhaberei anmelden. Und dann brauche ich ja nicht mit Steuern und dann mache ich Kleinunternehmerregelung und dann habe ich mit dem Finanzamt nichts zu tun und. Also, es geht heute um den Angstgegner Finanzamt. Bevor ich zum Video komme, möchte ich mich kurz beim Andreas und beim Norbert bedanken, die mir beide über PayPal, der Link ist ja in meiner Videobeschreibung, eine kleine Kanalunterstützung geschenkt haben. Ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, wer mich unterstützen will, kann das gerne machen. Gut, kommen wir zum Thema. Also ich wollte schon länger dieses Video machen, weil da so einige grundsätzliche Fehldenken bei den Leuten sind. Also ein Fehldenken ist immer, dass man die zwei Steuerarten Umsatzsteuer und Einkommensteuer nicht auseinanderhält. Das ist ganz wichtig. Das sind zwei komplett verschiedene Steuerarten und auch wenn man in dem einen oder mit dem einen nichts zu tun hat, kann man mit dem anderen ganz normal agieren. Das ist ein wichtiger Punkt, den möchte ich heute rausarbeiten. Und was vielen Menschen halt auch nicht klar ist, ist, dass auch wenn eine PV-Anlage für mich als Betreiber super viel Geld bringen kann, es trotzdem fürs Finanzamt im Prinzip ein Unternehmen ist, das keinen Gewinn abwirft und somit der Liebhaberei unterliegt. So, um das besser erklären zu können, habe ich mal, beziehungsweise ist heute auch zufällig nochmal breitgetreten worden, ein Faktenpapier des Photovoltaiknetzwerks Baden-Württemberg reingenommen. Die haben das wirklich sehr schön erklärt. Ich verlinke das auch unter dem Video und jetzt möchte ich das ein bisschen mit euch durchgehen und versuchen, euch das nochmal ein bisschen zu erklären, damit ihr das vielleicht etwas besser versteht. Es gibt jetzt sicherlich gleich wieder Leute, die sagen, ja, der liest uns ein Papier vor. Es ist wirklich so, es gibt unglaublich viele Leute, die das nicht verstehen, wenn man das nur so den Leuten klar hinzeigt. Man muss es irgendwie erklären. Das ist eben so. Leute, die Schnellmerker sind oder die da gar nichts mit zu tun haben, gut, können das Video einfach so laufen lassen und in der Küche jetzt einen Kaffee trinken. Ich rufe das jetzt mal auf, dann können wir da mal reingehen. Was ich schon mal direkt schön finde, die haben dann vorne schon mal ein Haus, wie es sein soll. So wird eine Dachfläche belegt. Gut, Dachflächenfenster werden eigentlich überbewertet. Hier hätten auch noch Module liegen können. Aber das ist doch schon mal schön, dass sie wenigstens ein Haus genommen haben, was aus Holz ist, was eine Dachfläche voller Photovoltaik hat, so wie es sein soll. Also wie gesagt, das Ganze heißt Photovoltaik und Steuerrecht. Ich gehe jetzt hier gleich mal rein. Also, das ist genau das, was ich gerade eben schon angekündigt habe. Die zwei Sichtweisen, die Brille des Finanzamts und die private Wirtschaftlichkeitsberechnung. Ich mache ja für euch immer in den Videos, in meinen Zeig uns dein PV-Angebot Videos und auch für die Kanalmitglieder eigentlich die private Wirtschaftlichkeitsberechnung. Ich rechne euch aus, ob ihr die Anlage finanziell, ob sich das für euch lohnt. Das ist eben, was hier auch steht, ganz groß, die Gewinnerzielung durch die private Brille. Ne? Also man hat eben die Möglichkeit, dass man einerseits Einspeisevergütung kriegt für den Strom, den man einspeist und der Eigenverbrauch natürlich logischerweise im Vordergrund steht und die Wirtschaftlichkeit hauptsächlich oder vorwiegend über die gesparten Strombezugskosten entsteht. Da haben die eine schöne Beispielrechnung gemacht. Eine Photovoltaikanlage 10 kWp Nennleistung ist jetzt ein bisschen blöd, weil man die halt sowieso noch direkt in die Liebhaberei schieben könnte, wenn man da nichts mit dem Finanzamt zu tun haben will. Aber der geschätzte jährliche Ertrag 9000 Kilowattstunden, Eigenverbrauch 2000, Überschuss Einspeisung 7.000 ist eigentlich ein ganz gängiges Wort. Einspeisevergütung haben sie hier noch 7 Cent. Das ist also vor dem Osterpaket entstanden, das Ganze. Stromkosten im Durchschnitt 30 Cent. Das ist ja normal. So, jetzt haben die Investitionskosten von 15.000 Euro gerechnet, was eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo das hier entstanden ist, sogar noch schon relativ teuer war. Und Betriebskosten über die 20 Jahre rechnen sie mit 4.400. Gut, das ist immer so. Ich weiß gar nicht, das sind dann diese, weiß ich nicht, sind das die 1,5%? Ich glaube, man rechnet immer 1,5% oder so, oder 2% kann man rechnen.
Es geht ja immer darum, dass man das dann hoch ansetzt, weil man ja, beziehungsweise nachher hoch ansetzt, weil man fürs Finanzamt das entsprechend hoch angesetzt haben möchte. So, die Summe der Kosten ist 19.400 €. Einnahmen und Einsparungen ist also ähnlich wie bei mir gerechnet. Eigenverbrauch 2000 Kilowattstunden mal 30 Cent mal 20 Jahre. Na, auch die rechnen hier mit einem festen Strompreis. Und das sind 12.000 und Einspeisevergütung 7.000 Kilowattstunden mal 7 Cent mal 20 Jahre 9.800. Macht Summe Einnahmen und Einsparung 21.800 und Ergebnis 2.400 €. Das heißt, die Photovoltaikanlage ist finanziell eine lohnende Investition. Ich persönlich würde sagen, bei der Konstellation wäre es für mich noch nicht mal im Rahmen, dass ich sie empfehlen würde, weil das für mich noch nicht lohnend wäre. Aber gut, es ist im ersten Sinne für den Benutzer eine lohnende Investition, vor allen Dingen, weil ja die Stromkosten immer steigen. Das ist eben das, wie wir privat unsere Photovoltaikanlage sehen. Und danach beurteilen wir, ob wir die bauen wollen. Weil wir wollen ja eigentlich gar kein Unternehmen gründen und Strom irgendwo hin verkaufen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja hauptsächlich erstmal unseren eigenen Strom machen. Dass wir durch das Verkaufen von Strom zusätzliche Erträge haben und dann die Anlage ein bisschen besser abbezahlen können, das ist natürlich klar. Wobei das hier natürlich in dem Sinne im Verhältnis etwas lächerlich ist. Aber gut, ist es ja immer. So, und jetzt kommen wir zur Gewinnerzielung durch die Brille des Finanzamts. Das Finanzamt möchte ja ein Unternehmen besteuern. Und ein Unternehmen muss man nur dann besteuern, wenn es Gewinn macht. Wenn man nicht das und als Unternehmer den Verlust sozusagen, also Verluste abschreibt, dann würde man ja seine restliche Steuerlast drücken. Das will das Finanzamt natürlich gar nicht. Also ist das Finanzamt schon immer gerne bereit, einen dann in die, ach Mensch, ich komme immer in die Liebhaberei reinzudrücken, wenn man eben keinen Gewinn macht. Das Finanzamt will wissen, ist der Betrieb der Photovoltaikanlage eine unternehmerische Tätigkeit? Und das ist nur dann so, wenn Gewinn erwirtschaftet wird, wird durch den Verkauf des Stroms an den Netzbetreiber ein Gewinn erwirtschaftet. Also die Gewinnerzielungsabsicht ist bei Unternehmen immer wichtig. So, und dann kommen wir eben auch noch auf den Moment. Die erste Frage ist, die Umsatzsteuer, Verkaufserlöse sind Umsatz und können sie umsatzsteuerpflichtig machen. Und dann gibt es eben die Kleinunternehmergrenze. Bei 22.000 € Umsatz pro Jahr, wer das unterschreitet, kann in die Kleinunternehmerregelung gehen. Bei unseren Photovoltaikanlagen unterschreiten wir das natürlich richtig, das ist klar. Und wie gesagt, dann kann man da die Umsatzsteuerpflicht auch einfach vermeiden. Ich persönlich bin immer der Meinung, macht das im Moment noch, aber komme ich gleich nochmal zu. Wer die Voraussetzung erfüllt und sich nicht beim Finanzamt meldet, wählt automatisch die Kleine. Das ist auch wichtig. Also wenn ihr die Umsatzsteuer zurückhaben wollt, müsst ihr euch beim Finanzamt melden. Ihr müsst sozusagen das anmelden, dass ihr Regelbesteuerung haben wollt. Und nur dann könnt ihr die Umsatzsteuer wieder bekommen. Steuerliche Ergebnisrechnung durch die Brille des Finanzamts entspricht dem Liebhabereitest des Finanzministeriums Baden-Württemberg. Nennleistung der Anlage 10.000, geschätzter jährlicher Ertrag, Eigenverbrauch, das ist alles gleich. Betriebsausgaben, Anschaffungskosten ist die Abschreibung 15.000, Betriebskosten 4.400, Wartung, Reparatur, Reinigung, Schuldzinsen haben Sie hier nicht mal angegeben, also 19.400 ist das die Summe der Betriebsausgaben. Die Einnahmen sind 7.000 mal die 7 Cent mal 20 Jahre, 9.800, privater Eigenverbrauch. Und da ist es dann wichtig, da kann man dann im Prinzip hier, statt dass man sagt, ich nehme hier die 30 Cent, die mir mein Netzbetreiber abnehmen würde, kann man auch angeben, dass man hier den realen Wert, also die realen Herstellungskosten des Stromes sozusagen annimmt. Das steht hier oben, der Herstellungskosten des Solarstroms ergeben sich aus den Ausgaben und der insgesamt erzeugten Strommenge. Das ist dann hier, wie gesagt, 20 Jahre 180.000 Kilowattstunden, 19.400 auf 180.000 Kilowattstunden gibt 10,78 Cent pro Kilowattstunde. Und die haben sie hier dann angenommen für die 20 Jahre, macht also 4.310 €. Ist das, was ihr sozusagen dem Finanzamt als geldwerten Vorteil melden müsstet? Es ergibt also, dass die Betriebseinnahmen nur 14.110 € sind. Obwohl ihr ja viel mehr Ertrag habt, weil ihr ja Geld gespart habt durch das, was ihr dem Netzbetreiber oder dem Versorger nicht bezahlt habt. Also aus Sicht des Finanzamts ist das Ergebnis minus 5.290 €.
Das heißt, die Photovoltaikanlage erzielt aus steuerlicher Sicht keinen Gewinn. Es liegt keine Gewinnerzielungsabsicht vor, sondern steuerlich Liebhaberei. Das heißt, würdet ihr es so beim Finanzamt anmelden, würde sogar das Finanzamt irgendwann sagen, wenn ihr damit eure Steuerlast nämlich mindert, dass ihr da, dass das so nicht richtig ist und dass ihr da in die Liebhaberei geschickt werdet. Also das Finanzamt ist durchaus immer gerne bereit, weil für das Finanzamt immer, wie gesagt, die Liebhaberei besser ist. Das ist nämlich viel einfacher. So, das Gewinnerzielung habe ich eben schon erklärt. Und bei der bis 10 Kilowatt Peak, das wisst ihr auch schon, alle haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ist die Liebhaber-Vereinfachungsregelung, kann man sehr einfach mit formlosem Antrag machen. Also wer, wie gesagt, unter 10 Kilowatt Peak ist und in den entsprechenden Baujahren kann durch formlosen Antrag die Liebhaberei erklären. Und hier steht, auch für Anlagen mit mehr als 10 Kilowatt ist das BMF-Schreiben eine praktische Argumentationshilfe, um beim Finanzamt Liebhaberei anerkennen zu lassen. Und die Wahlmöglichkeit wirkt sich nicht auf die umsatzsteuerliche Behandlung aus. Wie gesagt, ganz wichtig, Umsatzsteuer und Einkommensteuer sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das kann ich nicht oft genug sagen. Ich habe es schon so oft gesagt und es wird immer und immer wieder durcheinander geworfen. Und wahrscheinlich wird unter diesem Video schon wieder jemand sagen, wenn ich die Kleinunternehmerregelung mache, dann kann ich ja die Liebhaberei nur dann machen, wenn ich klein... Es wird immer so kommen. Also das können wir 100-mal erklären. Es wird wohl nie verstanden. Aber trotzdem erkläre ich es nochmal eindeutig. Umsatzsteuer, Einkommensteuer sind zwei verschiedene Sachen. Zum Thema Umsatzsteuer, wer da die Regelbesteuerung fehlt, also Umsatzsteuer angeben, kann ja auch immer gerne mein Video, was ich mal eben oben rechts in der Ecke verlinke, zur Umsatzsteuer Voranmeldung, die man ja einmal im Quartal oder jeden Monat, je nachdem, was das Finanzamt sagt, machen muss. Das und auch wie man sich Steuern wiederholt, das habe ich da ganz gut erklärt. Verlinke ich mal eben hier oben irgendwie rechts in der Ecke. Und dann sind wir mal beim Thema Photovoltaik ohne Finanzamt. Das wäre dann nämlich der Fall, wenn man sagt, ich gehe bei der Umsatzsteuer in die Kleinunternehmerregelung und mache bei der ertragsteuerlichen Seite die Liebhaberei. Dann habe ich im Prinzip mit dem Finanzamt nicht mehr viel zu tun. Ihr könnt euch das ja selber hier nochmal alles durchlesen. Ich persönlich bin im Moment noch der Meinung, dass man bei der Umsatzsteuer nicht die Kleinunternehmerregelung wählen soll. Deswegen erkläre ich das gar nicht großartig. Wer den Aufwand nicht scheut, kann mit der Photovoltaikanlage auch Steuer sparen. Dazu gibt es in Kurzform zwei Möglichkeiten. Wer die Umsatzsteuer, wie gesagt, das ist also die Umsatzsteuer, Regelbesteuerung zahlt die Mehrwertsteuer, holt sie sich wieder. Das ist das eine. Eben in der Umsatzsteuer Steuern sparen mit Photovoltaik. Und wer die Photovoltaikanlage mit Gewinnerzielungsabsicht betreibt, kann dann Abschreibungsbeträge vorziehen und sein versteuerndes Einkommen zu reduzieren. Man kann auch den Wert der selbstgenutzten Kilowattstunden unterschiedlich angeben. Das hat das, ich glaube, das Bayerische Finanzministerium oder was das ist, oder Bayerisches Landes, irgendwie, da gibt es auf jeden Fall irgendwie im Internet noch Sachen zu. Ich muss mal sehen, vielleicht finde ich noch was, sonst muss ich es mal unter das Video packen. Da gab es auf jeden Fall mal Dinge, dass man da theoretisch seine, das auch wieder etwas höher machen kann, damit man in diesem Gewinnerzielungsabsichtsding drin bleibt, wenn man die Abschreibung und dergleichen nutzen will. Hinweis ist, der Lohnsteuerhilfeverein hilft einem bei der Steuererklärung nicht mehr, wenn das mit Photovoltaikanlage zusammen ist. Das ist vielleicht auch ein Punkt, also wenn ich bei der Einkommensteuer die Photovoltaik mit drin habe, kann ich da leider nicht mehr hin. Was ist hier noch? Eigenverbrauch. Ja, hier ist dann nochmal mit dem Eigenverbrauch erklärt, Umsatzsteuer, dass man dann Umsatzsteuer auf den selbstverbrauchten Strombezugspreis zahlen muss, also der Strombezugspreis, Nettopreis und dann eben 19% Mehrwertsteuer. Da gibt es normalerweise noch die Bemessungsgrundlage. Das ist hier eigentlich ja nicht ganz perfekt, aber man kann das inzwischen so machen wohl. Das andere war wohl, keine Ahnung, ich habe das ja mal in dem Video da vorgestellt, ist eigentlich Quatsch. Also man kann das mit der normalen, mit diesem einfachen Netzstrompreis, Nettopreis sozusagen machen. So, Besonderheiten bei Batteriespeichern. Da ist so eine Thematik, das, was hier steht, ich will es mal eben sagen, ist nicht so ganz mehr up-to-date. Normalerweise um Umsatzsteuerpflicht wählt und die Batterie gleichzeitig mit der Photovoltaik angeschafft wird, wird auch die für die Batterie bezahlte Mehrwertsteuer erstattet. Das ist normalerweise, war das immer so. Inzwischen gibt es da ein bisschen Urteile. Das ist sowieso so, dass das jetzt wohl nur noch, überhaupt nur noch bei DC gekoppelt, also direkt Hybrid
Anlagen geht, wo eben der die Batterie keinen extra Wechselrichter hat, dann kann das als Anlage, als wie heißt das denn? Manchmal habe ich Wortfindungsstörung. Als bauliche Einheit sozusagen ist dann der Batteriespeicher mit dem Hybridwechselrichter, ist dann eine sozusagen eine Einheit und dann kann man da theoretisch die Mehrwertsteuer noch von wiederkriegen. Bei AC-Speichern sollte das eigentlich fast gar nicht mehr gehen und auch bei den DC-Speichern. Es gibt da jetzt wohl Urteile, die sagen, dass das nicht mehr ganz so... die haben sie nochmal AC-DC gemacht, erklärt, dass das also jetzt auch schon wohl von Gerichten nicht mehr ganz so gesehen wird, weil der DC-Speicher oder der Speicher an sich ja eigentlich ein Privatvergnügen ist in dem Sinne und eigentlich sogar den Gewinn des Unternehmens eher senkt als steigert. Deswegen gibt es da schon so ein bisschen Urteile, dass das angezweifelt wird, dass das noch sinnvoll ist. So, hier dann noch was zur Steuererklärung, könnt ihr ja selber. Gewerbeanmeldung ist hier ganz wichtig. Haben sie mal, es ist keine Gewerbeanmeldung, das haben auch schon, schreiben auch immer. Ich muss ja dann Gewerbe anmelden. Auch wenn es manchmal anders behauptet wird, Gewerbeanmeldung beim Ordnungsamt ist keine Voraussetzung für die steuerliche Behandlung der Photovoltaikanlage beim Finanzamt. Wer nur eine Photovoltaikanlage auf seinem Hausdach betreibt, ist kein Gewerbetreibender. Und steht hier nochmal eindeutig, also ihr müsst keine Gewerbeanmeldung machen. Das ist hier, wie gesagt, den Rest könnt ihr euch auch gerne immer selber durchlesen. Dann gibt es dann hier nochmal eben die Sachen zu den Messstellenbetreibern. Also es ist eigentlich, wie gesagt, ein schönes, schnelles Blatt, wo man mal so ein paar Sachen raus. Also kann man zum Beispiel, dass man hier auch den Messstellenbetreiber frei wählen kann. Wichtig ist immer, die Messstellenbetreiber sind normalerweise bei den Stromlieferverträgen standardmäßig im Grundpreis enthalten. Man muss darauf achten, dass man die Kosten nicht doppelt bezahlt. Es kann nämlich auch passieren, dass man sich einen neuen Messstellenbetreiber sucht, der mit einem abrechnet und der alte im Prinzip immer noch bezahlt wird über die Stromrechnung. Also müsst ihr aufpassen. So, hier ist noch eine schöne Checkliste. Steuerfragen am besten vor Auftragserteilung klären, wobei ich immer sage, ist alles zu klären, auch hinterher noch. Randbedingungen klären, wer wird Betreiber. Kann ja auch manchmal sinnvoll sein, dass das der Ehegatte macht. Oder sogar beide gemeinsam oder auch zwei Anlagen auf einem Dach. Der eine macht die, der andere macht die. Gibt es schon selbstständige Einkünfte mit oder ohne Umsatzsteuerpflicht? Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, dass die Anlage steuerlich als also umsatzsteuerfrei läuft. Und dann sollte halt immer der Ehepartner das machen, der nicht schon ein Gewerbe betreibt und. Gewinnerzielung, Abstrich prüfen. Vereinfachung sitzen. Wie gesagt, die meisten werden gerne Liebhaberei machen. Das ist für das Finanzamt auch gut. Es kann manchmal auch sinnvoll sein, es anders zu machen. Bei der Regelbesteuerung, genau, Umsatzsteuerpflicht, das ist Kleinunternehmerregelung, die Zuordnung klären. Da muss ich mal eben was sagen. Das ist heute eigentlich mal, hat zufällig ein Zuschauer was Interessantes gesagt. Es kann sein, dass bei hohen Stromverbräuchen und sehr hohen Netzstrompreisen, also wenn ich sehr viel von einem großes Akku habe, also sehr viel aus meinem Akku ziehe, noch ein E-Auto habe, eine Wärmepumpe habe und, also meine PV maximal ausnutze, das heißt einen hohen Eigenstromverbrauch habe und der Netzstrompreis im Verhältnis sehr hoch ist, denn ist ja sogar oft so, dass man, wenn man eine PV hat, gerne einen Anbieter wählt, der zwar einen hohen Netzstrompreis, aber einen niedrigen Grundpreis hat, ist ja logisch, das macht ja Sinn, dann kann es sein, dass durch die Mehrwertsteuer im Prinzip diese ganze Geschichte nicht mehr gut ist. Das heißt, dass die Mehrwertsteuer auf den Eigenverbrauch so viel wird, dass mir der Strom dann doch zu teuer wird. Dann kann es sein, dass es Sinn macht, auf die Kleinunternehmerrücklage. Das muss man mal grob vorher abchecken, wo das hingeht. Das könnt ihr theoretisch aber auch nachträglich noch machen. Ihr könnt nämlich in die Kleinunternehmerrücklage auch nachträglich wieder wechseln. Dann müsst ihr anteilig die Umsatzsteuer noch bezahlen oder wieder zurückbezahlen, die ihr schon bekommen habt. Also das geht. Man kann auch vor Ablauf dieser, ich glaube, fünf volle Jahre sind es, also sechs Jahre sind es dann, die man warten muss, bis man wieder wechseln kann in die Kleinunternehmerregelung. Und wenn man das dann vorher macht, dann muss man anteilig Steuern zurückbezahlen. Also man zahlt nicht die ganze Umsatzsteuer zurück, sondern nur anteilig für die Jahre, die noch über sind. So. Hier ist noch eine kleine Orientierungshilfe. Ist meine Photovoltaikanlage steuerlich relevant? Also Balkonkraftwerke gehören natürlich nicht zu. Bin ich schon umsatzsteuerpflichtig oder will ich es sein? Also wenn ich sowieso schon bin, dann ist ja eh klar, dann ist Umsatzsteuerpflicht und. Wenn ich nein, dann kann ich Kleinunternehmerliebhaberei machen.
Ich persönlich bin immer der Meinung, diesen Weg gehen. Jetzt, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, wenn der Netzstrompreis sehr extrem steigt und gleichzeitig sehr, sehr hohe Eigenverbrauch ist, dann sollte man mal rechnen. Wenn es auch nur so 100 € im Jahr sind, die man spart oder die man insgesamt noch spart oder 500 €, da kann man drüber nachdenken, ob man nicht sagt, ach komm, lass den Scheiß, weil es ist auch ein bisschen nervig, da immer dran zu denken. So, andere Seite ist die Einkommensteuer, Gewinnerzielungsabsicht oder Liebhaberei. Wenn ich abschreiben will und Gewinnerzielung, Anmeldung, Finanzamt. Ansonsten Liebhaberei. Wie gesagt, nicht nur die 10 Kilowatt Peak-Anlage geht hier rein, auch jede andere PV-Anlage inzwischen geht hier rein. Und wenn ich jetzt bei beiden unten den Pfeil wähle, dann kann ich auch die Photovoltaikanlage ohne das Finanzamt machen. Ganz einfach. So, und hier sind nochmal weiterführende Informationen. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Gut, ich hoffe, dass euch dieses Video ein bisschen geholfen hat bei dem Angstgegner Finanzamt. Wenn ihr, ich würde heute einfach mal bitten, alle, die meinen Kanal schon abonniert haben, drückt doch auch mal die Glocke, dann werdet ihr nämlich immer auch über Videos informiert. Denn ihr wisst ja ansonsten, abonnieren, daumieren, diskutieren, kommentieren, glockieren, teilieren und. Also wenn ihr zukünftig jemanden habt, der Fragen zur Steuerfinanz hat, ruhig mal dieses Video verlinken, damit die Leute das auch sehen, wie das wirklich funktioniert. Gerade diesen Unterschied Regelbesteuerung, Einkommensteuer, das kriegen die alles, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, das kriegen die alles immer nicht auf den Zaun. Von daher kann das ganz gut sein, dieses Video auch zu teilen. Ich danke euch bis hierhin und ciao, ciao.